So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst ja, neuer Tag, neuer Shop. Wir gehen noch direkt rüber und wir sehen schon hier rechts, die Eiskönigin ist wieder zurück. Und die Eiskönigin, sage ich ganz ehrlich, die habe ich irgendwie überhaupt nicht mitbekommen. Man merkt halt wirklich, dass ich nicht konstant Fortnite gespielt habe. Aber der Skin ist natürlich, der ist nice. Der ist definitiv. Oha. Oha. Boah, so ist natürlich Baba. So ist der Skin richtig nice. Auch so. Puh. Der Skin. Boah. Und da muss ich mal sagen, da sind die 2000 V-Bucks, glaube ich, richtig angelegt, weil der Skin hier in der Variante krass. Das Problem ist halt nur, ja, ist das halt jetzt der letzte Winterskin? Aber das Problem ist, ich bin halt gerade überlegen, kann man den auch im Sommer spielen? Ja, doch, so ja, weil so fällt es halt inzwischen, ist eigentlich egal, ob du auffällst oder nicht. Wenn du gesehen wirst, wirst du gesehen. Aber hier die Variante, die ist echt nice. Oder was meint ihr? Schreibt mal in die Kommentare. Würdet ihr euch den Skin holen, wenn es keine Probleme gäbe mit Geld? Der ist nice. Der ist richtig nice. So, dazu natürlich das passende Rückenaccessoire. Ja, gut, passt natürlich immer dann so, wie gerade der Stil ausgesucht ist. Ja gut, Rückenaccessoire, das ist jetzt überhaupt nicht meins. Aber der Skin ist, huiuiuiui. So, wir gucken aber direkt mal weiter. Ach, wir kennen es ja. Ach, der gute alte Skin. Ich habe ihn mir damals gekauft, haben ihn dann doch nicht gespielt. Man kennt ihn. So, auch in der Variante. Da sage ich euch schon direkt, diese Blubberbläschen, die oben am Kopf sind, die werden euch definitiv irritieren. Aber der Skin an sich ist schon nice. Aber ich muss offen und ehrlich sagen, ich habe ihn lange nicht mehr gespielt. Wirklich lange nicht mehr. Dazu gibt es noch die Chaos-Sense. Und schwarzer Schleim. Die Tarnung ist wiederum, die ist okay. Ja, Tarnung ist, ja, Tarnung ist okay. Kappa. So, dann, na. Der Skin, auf den ich nicht klarkomme. Ich komme auf diesen Skin nicht klar. Ich finde den so seltsam und wirklich seltsam. Wäre auch in der einen Variante oder in der anderen. Einfach nur irgendwie, keine Ahnung. Crazy. Crazy. So, dann haben wir hier natürlich noch die Einschlafhilfe. Na gut, wenn ich das Ding über den Kopf bekomme, ich glaube, dann braucht man keine Hilfe mehr beim Einschlafen. So, dann haben wir noch den Nachtflieger. Ach. Ich weiß nicht, das sind wirklich so Skins, da würde ich echt sagen, lass die Finger weg. Auch die Tarnung, ja. Wem es gefällt, aber nee. Nee. Nee, überhaupt nichts. Dann kauft euch lieber den hier. Da gefällt mir der schon deutlich besser, auch wenn hier auf. Ich weiß auch nicht. Der Skin an sich ist ja okay. Das Grün, ja. Aber das Rückenaccessoire, das passt mal überhaupt nicht. Ich weiß nicht, klar, da ist dieser kleine Aspekt. Ich gucke dann immer, wo man das wiederfindet im Skin. Das sind halt diese kleinen Punkte auf dem Schulterblatt quasi. Ach, nicht auf dem Schulterblatt, auf der Schulter an sich da, ganz rechts außen und links außen. Da sind die einzigsten Punkte, wo dieser. Nee. Das Rückenaccessoire passt da gar nicht. So, dann haben wir ins Schwarze wieder im Shop für 800 V-Bucks. Ist ein simpler Skin, aber ich finde eigentlich okay. Für 800 V-Bucks definitiv okay. Dann haben wir Elektro-Swing. Bam, 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 bam. So, dann haben wir Tiefer Depp. Dann haben wir noch Fußfinesse. Bam, 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 bam. Und elektrifiziert. Überlegen, als Menümusik geht's eigentlich.
Doch, als Menümusik geht die. Finde ich jetzt nicht störend. Die ist nice. Doch, die ist okay. So, und denkt dran, wenn ihr euch was im Shop gönnt, vergesst nicht meinen Creator-Code einzutragen. Einfach YT-FamilyHack. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Shop. Ich gucke gerade nochmal. Ich bin ja inzwischen gerne einer, der was vergisst. Ich da gerade schon. Aber wir haben alles vorgestellt. Dann gehen wir rüber in Rette die Welt. Wie gesagt, wer jetzt schon abschaltet. Ah, doch, siehst du, ich wusste doch, ich hab was vergessen. Die Spitzhacke. Die auswählbare Stile. Aha, oha. Oha. Geheimtipp. Also die Spitzhacke ist mal nice. Was soll die kosten? 800. Puh. Aber ich hab. Also ich ohne Quatsch, ich sage euch ganz ehrlich. Der Skin ist nice. Definitiv. Der war auch lange nicht mehr im Shop, habe ich gesehen. Ich glaube, letztes Jahr. Puh, muss man sich mal überlegen. Aber vielleicht kriege ich auf meinem anderen Account 2000 V-Bucks zusammen. So, dann gehen wir mal ganz schnell rüber zu Rette die Welt. Denkt dran, vergesst nicht ein Like da zu lassen. Nur auf Ehrenbruder-Basis. Man kennt es. So, gehen wir rüber in Rette die Welt. Gucken mal, was da abgeht. Also eine V-Bucks-Aufgabe haben wir definitiv, aber leider für die kleineren auf Level 88. Dafür gibt es dann 40 V-Bucks. Was ist natürlich bitter für die Kleinen. Also ohne Quatsch, was V-Bucks zurzeit betrifft. In den letzten 7 Tagen hatten wir 40 V-Bucks. In den letzten 30 Tagen hatten wir 310 V-Bucks. Also das ist schon ein bisschen mau. So, hier gibt es nur Gold und 20 Gold. 20 Gold, ich bin reich. Leih. So, wir gehen direkt auf die Karte, gucken, wo die Aufgabe ist. 88 ist hier irgendwo. Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Oh, ich sehe schon die Aufgaben. Ich glaube, heute spielen wir ein bisschen länger, Rette die Welt. Da ist sie. Repariere den Schutzbunker. Da bekommen wir 40 V-Bucks. Die reinkommen, ist natürlich schön und gut, aber für die anderen wird es natürlich schwierig. So, ich würde sagen, wir gehen direkt mal in den Shop. Was gibt's? Oh, ja, Militär-Lama und ein Upgrade-Lama. Also nichts Besonderes. Machen wir gerade schnell das Lama auf, gucken, was wir drin haben. Ja, das vorhat dann fast schon aufgegangen. Oh, überleben, das ist immer gut. Ja, die haben wir doch schon 100 Mal. Aber überleben, das schmeckt. So, dann würde ich sagen, war es auch schon wieder das mit dem Shop-Video. Denkt dran, vergesst nicht ein Like da zu lassen. In dem Sinne, haut rein.